Das Vaduzer Medienhaus ist näher dran an der Liga, Liechtensteiner Vaterland, Wirtschaft, Regional und Livo. Bei mir zu Gast ist jetzt der Michael Baumgärtner. Sieht man den eigentlich offiziell, Mike? Nein. Also, dann bleiben wir. Du darfst gerne Mike sagen. Mike, schön, dass du da bist. Du bist Geschäftsführer vom LGV. Nein, stopp, halt. Du bist Geschäftsführer von? Also, erstmal bin ich Geschäftsleiter. Okay. Und zwar eben nicht mehr auf LGV, sondern. Also, es ist immer noch die LGV, es ist die Liechtensteinische Gasversorgung. Aber seit heute haben wir einen neuen Markennamen und der lautet Liechtenstein Wärme. Mhm. Und unter Liechtenstein Wärme verstehen wir einerseits weiterhin Gas, kurzfristig Erdgas und mittellangfristig Biogas, synthetische Gas, Wasserstoff. Und nebenbei der zweite grosse Brocken, wo wir dran sind, Fernwärme, Nahwärme, thermische Energie, Kälte in Vaduz, wo wir jetzt unseren zweiten Standbein weiter forciert aufbauen wollen. Ihr habt einen schönen Stand neben dem LKW, glaube ich, oder? Habe ich vorher gesagt. Genau, neben der Schwester von uns. Ja. Genau. Was präsentieren Sie dort so? Was sagen die Leute? In erster Linie ist wirklich mal auch die Ausstrahlung vom neuen Namen, vom neuen Brand, das neue Logo, das wir zeigen wollen. Die Begründung, warum wir den Schritt gewagt haben mit dieser neuen Namensgebung einerseits. Andererseits die Fernwärme, wo wir einen grossen Plan aufgezeigt haben, wieder Bürger und jede Bürgerin sieht, wo allenfalls kurz-, mittel- und langfristig Fernwärme möglich wäre oder eine Nahwärme möglich ist. Und dann der dritte Brocken ist entsprechend noch ein zukünftiges Energienetz, Kombination von Wärme, Kälte, Gas, Strom, andere Energieträger, Wasserstoff, ja, wie das langfristig auch eine Symbiose gibt und mit verschiedenen Energieträgern einen gesamten Mehrwert entstehen kann. Aber sind wir doch ehrlich, die meisten würden zu einem Stand kommen und fragen, wie teuer wird es denn noch? Oder irgendwie so noch, sie noch den Preis an der Kundigen wollen, oder? Ja, das ist meistens die zweite Frage. Die erste ist eher noch Versorgungssicherheit. Nach dem Motto, okay, gibt es genügend Energie im Winter? Und da, wenn ich die Frage zuerst beantworten darf, derzeit sieht es soweit stabil aus. Aber schon in dem Sinn angespannt. Momentan sind die Speicher gut am Füllen. Die eigenen Speicher, die wir für Liechtenstein füllen sind, aber auch die europäischen Speicher stehen. Der in Salzburg da, oder wie? In Österreich? Umgebung ja. Salzburg, mhm, haben wir auch eine staatliche Gasreserve, die wir für das Land am Füllen sind. Und operativ für uns selber, also für unsere Kunden schlussendlich, wo wir dort dran sind, das ist auf sehr gutem Weg. Weiters haben wir noch norwegisches Gas direkt bei der Exploration besorgt, das direkt von Norwegen über Deutschland Vorarlberg zu uns kommt. Das läuft auch ab Oktober und sollte so betriebungslos funktionieren. Und jetzt ist die grosse Ungewissheit, wie kalt wird der Winter. Wird es ein sehr kalter Winter, dann wird es angespannt bleiben. Wenn es einen milden Winter gibt, ist es schon sehr beruhigender. Und der andere Aspekt, das geht dann gleich auch in Stromthemen rein. Wie weit ist die Stromversorgung gesichert? Atomkraftwerke in Frankreich, Wasserkraftwerke, also sprich Stauseen, wie weit gefüllt sind. Und wenn dort eher Mangellagen sind oder eher Engpässe sind, braucht man eben auch europäisch viel Gas für die Stromproduktion, die dann wiederum beim Heizmarkt dann auch knapp werden könnten. Bevor man zu den Preisen noch kommen, wie muss man sich das vorstellen? Du, man hast jetzt den Auftrag bekommen, oder? Quasi von der Regierung oder letztens vom Landtag, um die Reserven aufzubauen. Nimmst du da das Telefon in die Hand und läutest eben den Norweger an oder da im Grossraum Salzburg den Speicherkapazitäten? Oder wie läuft das denn wirklich im Detail ab? Also es gibt zwei Themen. Das eine mit dem norwegischen Geschäft. Dort haben wir über gute Geschäftsbeziehung mit einer Schweizer Versorgung zusammen geschafft. Die haben dort verschiedene Schweizer Versorger zusammen gebündelt, dass man mehr Mengen hat. Man muss sagen, als Liechtenstein ist man da mit homöopathischen Mengen im europäischen Kontext auf Weg. Aber in bündelten Mengen mit den Schweizer haben wir da ein gewisses Gewicht gehabt und uns beteiligen können an einem Vertrag in Norwegen, wo dort die Exploration stattfindet. Bei den Speichern haben wir es über unsere normalen Standardvorlieferanten abwickeln können, über vorwärtige Kraftwerke, VKW. Die haben das selber auch für sich benötigt und wir können dort aufspringen. Und jeder so fachmännisch für uns abwickelt mit der Unternehmung RAG, RAG, die das im Salzburg-Raum für uns dort speichert. Dort. Am Stammtisch sieht man, wenn es den hart auf hart kommt, nennt es den Österreicher trotzdem selber. Besteht das Risiko? Das habe ich im Stammtisch auch schon gehört, aber dort sind wir guten Mutes. Einerseits müssen die Österreicher auch gewisse Gasmengen von diesen Speichern Richtung Tirol und Vorarlberg bringen. Also nicht nur Liechtenstein, sondern auch über das vorgelagerte Vorarlberg. Wiederum müssen die Deutschen auch die Speicher haben für Bayern und Baden-Württemberg. Und in dieser gegenseitigen Abhängigkeit sind wir guten Mutes, dass da die Player da anständig miteinander umgehen und die Mengen auch geliefert werden, die wir als LGV oder als Liechtenstein Wärme oder auch als Staat eingespeichert haben. Kommen wir noch zu den Preisen.
Wie ist denn, du hast sehr Glaskugeln dabei, oder? Und kannst uns sagen, wie sich Preise entwickeln, oder? Genau, ja, wie ein Banker schon alle Aktienindex von nächster Woche im Kopf hat. Richtig, ja. Also, was ich mal so weit behauptet sage, mal günstiger wird es nicht. Das ist mal eine einfache Aussage. Wir werden nächste Woche nochmal im Verwaltungsrat tagen, wo dann offiziell dann auch die Preise ab Oktober kommuniziert werden. Tendenziell sieht es nach aus, dass eine moderate Steigerung nochmal wahrscheinlich umgesetzt werden müsste per 1. Oktober weg. Okay. Verdient die Liechtensteinwärme auch mehr dran, wenn die Preise steigen? Nein. Also das ist kein Mechanismus, aber die Philosophie vom Verwaltungsrat ist klar, dass wir im Handel kein Geld verdienen wollen in diesen derzeitigen schwierigen Situationen. Okay. Man darf sagen, dass wir letztes Jahr im Handelsgeschäft einen starken Verlust eingefahren haben von 1 Million Schweizer Franken, was für eine Unternehmung in unserer Größe relativ ein stolzer Betrag ist. Und dieses Jahr ist auch momentan die Weise, dass wir dort kein Geld verdienen werden, was den Handel anbelangt. Okay. Was ich noch nicht ganz begriffen habe, wir produzieren ja im Liechtenstein selber Biogas, oder? Korrekt, ja. Warum steigen denn die Preise an? Das hat man ja irgendwie selber im Griff, oder? Man hat die Produktion im Griff, aber die Preise, da gibt es auch Abmachungen, Verträge mit der ARA, mit dem Abwasser. Mit der Abwasserreinigungsanlage, mit dem Abwasserzweckverband. Und da gibt es gewisse Kopplungen. Aber das sind grundsätzlich standardisierte Verträge, wie es auch in der Schweiz so gemacht wird, wo jetzt nicht speziell sind. Aber ja, für den Konsumenten ein Stück weit ein bisschen komisch tönt, dass dort der Preis auch steigen tut. Aber wir selber haben auch die höheren Kosten, die wir gesamtheitlich dort haben, im Konstrukt, was wir für das Rohgas zahlen müssen. Und wiederum der AZV bei uns wieder Energie braucht, die wir wieder verkaufen, wenn ein Tauschgeschäft dort stattfindet, dann sollte keiner von beiden Beteiligten ein Negativgeschäft einfahrt in Summe. Also ist der Biogaspreis quasi gekoppelt an einen normalen Erdgaspreis, kann man das so sagen? Ja, kann man. Also meistens ist es wirklich so, dass der ein Stück weit gekoppelt ist, nicht überall, aber zumindest bei uns ist es so gekoppelt und bei einigen Versorgern in der Schweiz ist es auch so gekoppelt. Und auch wenn man später mehr Mengen zukaufen müsste, wären das auch ausschließlich Zertifikate, die einfach auf das normale Produkt draufgesetzt werden und dann wird die Kopplung auch schon so gegeben. Von dem her ist der Mechanismus auch langfristig sinnhaft, wenn man dann auch einen höheren Anteil Biogas haben. Die Regierung hat gerade eine Kampagne gestartet, wie man Energie einsparen kann. Haben ihr auch noch etwas geplant, um Kunden zu informieren und ein bisschen darauf hinweisen, wie man Gas einsparen kann, obwohl es ja vielleicht nicht in eurem Interesse eigentlich ist? Mal, momentan ist es in unserem Interesse, ja. Weil ich darf sagen, der Verkaufspreis ist momentan die Hälfte vom Einkaufspreis, okay. wo wir so weit absetzen, wo man nicht wirtschaftsstudiert hat, zu merken, dass etwas nicht ganz aufgeht. Und darum ist auch uns wirklich auch ein wirtschaftliches Anliegen grundsätzlich, dass Energie reduziert wird. Aber uns geht es vor allem um Versorgungssicherheit. Und je weniger gespart wird, umso mehr fühlen wir uns sicher, dass der Winter entsprechend über die Runde gebracht werden kann. Hast du schon schlaflose Nächte gehabt bis jetzt? Nein, aber sehr kurze. Aber die wenigen Stunden, die ich haben dürfte, gönne ich noch für einen guten Schlaf. Schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Zweitletzte Frage. Ausbau Fernwärmenetz, Nahwärmenetz, du hast es schon gesehen. Kannst du grob ein bisschen skizzieren, in welche Richtung das da geht? Sind wir irgendwo schwerpunktmäßig im Oberland oder im Unterland? Oder kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es dort weitergehen wird? Wir versuchen natürlich politisch neutral Unter- und Oberland ähnlich zu bestücken oder zu versorgen. Einerseits, wenn ich das Unterland anfangen dürfte, ist sind die grössten Baustellen derzeit in Ruggell. Dort haben wir ein komplett neues Netz aufgebaut. Hauptsächlich jetzt im ersten Schritt an der Landstrasse. Dort sind kombinierte Baustellen mit dem Land, mit dem AZV und der WLU. Dort nutzen wir Grundwasser als Energieträger und gehen jetzt den Herbst in Betrieb. Okay, woher kommt die Wärme dort? Aus dem Grundwasser. Also wir nutzen Grundwasser mit Wärmepumpen. Haben noch Zusatzgeräte, die das optimieren. Und später auch andere Entwicklungen, die es ergänzen können bei industrieller Abwärme. Allenfalls langfristig oder mittelfristige Abwärme noch von der ARA, langfristig von der Kehrverbrennungsanlage. Aber jetzt mal im ersten Schritt für die erste Meilenstein ist vor Ort produziert mit Grundwasser und Wärmepumpen. Okay. Dann im Unterland ist eine weitere größere Anlage in Muren. Dort ist beim Schulhauskomplex, wo der neue Kindergarten und die Mehrzweckhalle entstehen, haben wir eine Anlage, die später mit Pellets bestückt wird. Im ersten Schritt nutzen wir die bestehende Hackschnitzelheizung und eine Wärmepumpe im Sommer. Also im Winter verbrennen wir Holz. Und im Sommer tun wir das Holz sparen und nutzen eine Luftwärmepumpe, weil dort auch genügend Sommerstrom vorhanden ist.
Und im Oberland ist der Schwerpunkt derzeit der Ausbau Schan und hauptsächlich Vaduz. Da kommt direkt die Wärme von der Kehrtsbrennungsanlage. Ja, von wir jetzt das Netz von Wuchs, ja. Wo wir jetzt das Netz weiterbauen von Wuchs auf Schan. Von Wuchs auf Schan und Schan auf Vaduz. Ja. Und Vaduz hat jetzt auch das Jahr die ersten Gebäude in Betrieb nehmen können. Und in Vaduz gleichzeitig auch noch das Kältenetz entstehen wird. In Zbux planen Sie eine neue Kehrichtverbrennungsanlage, so im Horizont, oder? Ja, so, also der VfL ist auch in der Liga, der genau. Große Stand hier. Und dort ist glaube ich, die Vision in 10 bis 15 Jahren, dass die neue Anlage stehen soll, einen Kilometer weiter Richtung nördlich. Und das ist auch nochmal die Gelegenheit, dass die Anlage natürlich nochmal viel effizienter wird als die bestehende, wobei die bestehende Anlage schon eine Top-Anlage ist. Aber dort ist auch die Technologie weitergegangen. Und dort sind auch genug Kapazitäten vorhanden, dass auch langfristig die gesamte Region versorgt werden kann. Also auf beiden Seiten vom Alperi. Super. Mike Baumgärtner, letzte Wärme, vielen Dank. Letzte Frage noch. Wie heizest du persönlich daheim? Ich bin Mieter und dort ist eine Gasheizung und wir haben eine schöne Kombination zwischen Erdgas und Biogas. Ich darf aber auch sagen, dass der Eigentümer schon ein bisschen spienzelt auf die Nahwärme, die nicht allzu weit entfernt ist, die in wenigen Jahren auch allenfalls umgesetzt werden könnte. Aber das ist logisch die Entscheidung vom Eigentümer der Liegenschaft. Super, Mike, danke vielmals und noch eine schöne Liga. Ja, danke dir, Daniel.